Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishers. Was war das? Alter. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber wieder. Ja, Ghosts of New Eden wollte ich noch gesagt haben. Ich gehe mal schnell aus dieser Höhle raus, bevor obwohl der Geist, der ist ja verbannt worden quasi. Der kann ja nicht mehr wiederkommen. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier für komische Geräusche sind. Ein Puppenspieler. Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern wieder vor Unrecht, aber die Frau, die Pennington einsperrte, ist die Ursache. Also, was nun? Helens Macht war schon am Bröckeln, bevor sich herausstellte, dass ihr Ehemann ein Spion war. Ist Pennington denn vertrauenswürdiger? Er hat jeden leiden lassen, nur damit er sich seiner eigenen Grausamkeit nicht stellen musste. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Ja, das ist halt jetzt die große Frage. Wir haben ja schon in der letzten Folge mitbekommen, dass es nicht so einfach ist. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Ich habe aber nicht geschrieben, wie der Geist hieß. Toll. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Und ich weiß, also ich kann mich noch dran erinnern, was in der letzten Folge oder in den letzten Folgen alles passiert ist. Ich habe auch eine Meinung dazu, beziehungsweise eigentlich habe ich mich entschieden, noch am Ende der letzten Folge, beziehungsweise in den Folgen davor. Ja, wer hier der Böse ist, in Anführungszeichen. Also sprich, wem ich... Was ist? Nur der Rausch nach einem Kampf. Geht vorbei. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich keine Puppe bin? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn mein Kopf widerspricht... Tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Ja, ich denke auch da. Was heißt, ich denke, ich. Man merkt ja, dass sie ist. Sollte ich hier raus? Ich hoffe nicht. Warum ist das jetzt hier. Warum fährt das jetzt hier einfach weiter? Muss ich nach oben raus oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil da oben das Zeichen. Zeigt jetzt eigentlich an, dass ich von meinem Zielort immer weiter wegkomme. Ich hätte ja aber nichts drücken können, oder? Nee, das ist gesperrt. Okay, ihr verwirrt mich jetzt gerade, Leute. Frische Luft. Endlich. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Danke, Meister. Ist das jetzt hier, wo wir nicht reinkamen? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Hier ist auch nochmal eine Truhe. Ah, sehr schön. Aber sonst haben wir ja nichts, ne? Da kann man durch. Ne, ich glaube, sonst haben wir nichts. Achso. Oder? Nee. Hä? Leute? Ich kann hier raus, das ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich dann hier weg? Warum kann man hier raus? Erklärt es mir. Oder musste ich jetzt irgendwas mit ihr machen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Moment, ich gehe nochmal mit ihr gucken. Bin ich hier oben in der Falle oder was? Wollt ihr mich jetzt hier? Weil hier kann ich nichts kaputt machen. Und hier kann ich nicht hoch. Das ist halt nur diese Spalte, die da angezeigt wird. Das macht mich hier doch nicht total kirre. Kann ich hier auf irgendwas schießen oder so vielleicht? Hä?
Moment. Wir sind mit dem rechten... Nee, aber der geht doch nur wieder runter, dann. Muss ich jetzt mit dem anderen wieder runterfahren? Ich bin ganz ehrlich, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Nee, aber die sind gesperrt. Also mit denen kann ich gerade gar nichts machen. Und sie ist einfach abgehauen. Mit dem kann ich wieder runterfahren, theoretisch. Hier kann ich auch nichts kaputt machen. Das ist ja nicht dafür vorgesehen. Also es verwirrt mich jetzt, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos und das passiert nicht allzu oft. Es verwirrt mich jetzt gerade doch sehr. Ich gehe jetzt noch einmal nach hier draußen. Dein Ernst jetzt? Oh Gott. Ich bin einfach nur doof. Einfach nur komplett doof. Was ist denn das hier? Nein, das ist Meuterei. Nein, lang überfällige Gerechtigkeit. Wartet. Seid ihr nicht in den Minen umgekommen? Bald liegen wir alle tot in diesen Minen. Kein Wort mehr aus deinem Mund und wehe, du bewegst dich. Die Minen wurden von ihrem Wahnsinn befreit. Ganz im Gegenteil zu euch, wie es scheint. Ihr habt das Wesen in der Grube verbannt? Wirklich? Es ist weg. Ja, der Puppenspieler ist Geschichte. Die Belagerung ist zu Ende. Aber freut euch nicht zu früh. Ihr steckt immer noch bis zum Hals im Dreck. Ihr müsst für eure Taten gerade stehen und für alles, was ihr nicht getan habt. Zivilisten bin ich keiner Rechenschaft schuldig. Und Meuterern ebenso wenig. Aber den Toten seid ihr's. Einst flehte euch eine Frau in Ketten an und ihr habt ihr Flehen ignoriert. Deshalb seid ihr verflucht. Gesteht, eure Zukunft und die Zukunft vieler anderer hängt davon ab. Ich gebe zu, es gibt keine Zukunft. Und dass ich uns hierher führte, um unser letztes Gefecht zu kämpfen. Aber wir sind standhaft. Auch das gebe ich zu. Und das ist mir zu verdanken. Wir sterben einer nach dem anderen. Dann trauern wir. Wir schüren den Zorn. Aber wir bleiben standhaft und treu. Selbst die Witwen müssen das. Ja. Ihr kauert in Furcht, ja, auf jeden Fall. Die Schuld frisst euch auf, würde ich noch... Also nicht von seiner Seite aus... Zwar irgendwo indirekt schon, aber nicht so, dass er sich schuldig fühlt, sondern er hat mehr Angst, als dass er Schuld irgendwie fühlt, denke ich. Ihr kauert in Furcht, während die Menschen sterben. Soldaten werden einem Feigling nicht lange folgen. Ich fürchte keine Zukunft, die bereits geschrieben steht. Die Würfel sind gefallen. Ich kauere nicht. Ich stehe fest. Ich halte die Stellung und sehe, wie das Ende näher rückt. Es steckt mehr dahinter. Eine ältere Schuld. Eine tiefere Furcht. Captain, warum habt ihr Sebastian Priest in die Mine geschickt? Ich wusste, dass die Quarantäne hart werden würde. Ein kompetenter Kommandant musste für Ordnung sorgen, um sie bis zur Genesung am Leben zu halten. Ich wählte meinen Lieutenant. Das war ein Fehler. Er war nicht kompetent. Sie sind alle gestorben. Euer Gatte war kein Held, Mrs. Priest. Erst bringt ihr ihn um und wollt ihn nun auch noch seiner Ehre berauben? Ein weiterer wohlverdienter Sargnagel, Captain. Also, Helen, die Sache ist die... Nicht jetzt. Sie ist noch nicht so weit. Wir bringen Antworten, während ihr eine waschechte Meuterei anzettelt. Wieso gerade jetzt, Helen? Sebastian kehrte verstört zurück. Ich dachte, er hätte euch tot in den Minen zurückgelassen. Eure Mission war gescheitert. Ich konnte nicht mehr warten. Das kann man sich gerne einreden, ja? Vielleicht seid ihr für die Tragödie in den Minen verantwortlich, Pennington. Vielleicht auch nicht. Aber der Puppenspieler wollte euren Tod.
Vor einigen Jahren habt ihr eine hiesige Frau der Hexerei bezichtigt. Ihr habt sie eingesperrt. Der Puppenspieler war recht erzürnt deswegen. Nun ist der Würfel endlich gefallen und zeigt die schicksalhafte Zahl. Ich werde die Geschichte erzählen. Ganz und gar. Ja, ich würde gerne beides wissen. Ihr zogt ihren Namen durch den Dreck in dem Wissen, dass es eine Hexenjagd geben würde. Warum tatet ihr das? Ich habe sie nicht verleumdet. Es war die Wahrheit. Sie war verdorben. Sie war böse. Und sie war die Lehrerin unserer Kinder. Jemand muss an die Kinder denken. Das ist Schwachsinn, aber er scheint davon überzeugt zu sein. Wir kommen der Wahrheit näher. Irrational, ja, das definitiv. Ihre Würde geraubt auch, ja. Ihr habt sie in Ketten gelegt und ins Gefängnis geworfen. Ihr habt ihr ihre Würde genommen. Ihr habt sie im Puppenspieler wiedererkannt, richtig? Was war das? Puppenspieler? Das war doch in den Minen, nicht? Ihr habt's gewusst. Gebt es zu. Seit wann? Wie lange wusstet ihr es schon? Was ich weiß und ihr nicht, könnte eine ganze Bibliothek füllen. Helen ist verblendet. Und unter Sebastians finsterem Einfluss bleibt sie das auch. Aber Pennington ist kein Deut besser. Was würdest du sagen? Ich dachte eigentlich, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt ihn oder den Geist verbanne quasi. Das Problem ist, also ich finde, sie ist definitiv ein besserer Captain. Ist das ein Scheiß. Ich hasse solche Entscheidungen. Also ich finde schon, sie ist ein besserer Captain. Das Problem ist nur, sie ist natürlich kein besserer Captain, wenn sie jetzt auch diesen einen Geist da hört. Sebastian hieß der, glaube ich. Also das Problem ist halt, wenn er weiterhin auf seinen Posten bleibt, werden die alle sterben. Definitiv. Aber sie ist halt auch kompromittiert, das ist richtig. Oh, das ist doch scheiße. Ich glaube an Helen Priest. Eure Zeit ist vorbei, Captain. Vielleicht könnt ihr nun an der Aufarbeitung eurer Schuld arbeiten. Tut, was ihr müsst. Und lebt mit den Konsequenzen. Werft die Würfel. Das werde ich. Also opfern will ich ihn nicht. Ich will den Geist auf jeden Fall wegschicken. Und ihr die Verantwortung überlassen. Du wirst ja mit einem Ritual der Schuld opfern. Also, ich hoffe, dass das jetzt das wird, was ich vorhabe. Ich möchte ihn verschonen. Will ich ihn verschonen? Du wirst die derzeitige Säule der Gemeinschaft verschonen. Also mit Säule der Gemeinschaft meinen sie ihn ja eigentlich, ne? Und ihr die Verantwortung überlassen. Was meinen die damit? Ihr der Gemeinschaft oder... dass sie aufsteigen kann. Also ich will sie nicht wiederbeleben. So blöd das jetzt klingt, aber ich will sie natürlich nicht wiederbeleben, weil sie hat sich einmal entschieden. Sie ist gestorben und damit muss man sich nun mal abfinden. Und ich will ja auch dieses Leben auf Erden. Was sagt ihr? Soll ich ihn aufopfern oder soll ich ihn verschonen? Ich sag mal, grundsätzlich hört es sich, auch wenn er viele Fehler gemacht hat, das muss man dazu sagen,
Aber grundsätzlich hört es sich nicht an, als ob der diese Fehler aus Bösartigkeit gemacht hat. Das mit der Frau verstehe ich bis heute noch nicht, die er als Hexe beschuldigt hat. Aber ich denke, dass ich ihn verschonen werde. Ich hoffe, dass trotzdem aber die andere das Ruder übernimmt. Gut. Keine Lügen mehr. Kein Hass. Und Schluss mit der Meuterei. Ihr mögt hehre Motive haben, aber so etwas geht niemals gut aus. Der Puppenspieler hat Schemen auf den Käpt'n gehetzt. Und einen ahnungslosen Meuchelmörder. Euch. Helen Preece. Der Geist neben euch ist nicht euer Gemahl. Es ist nur eine Hülle, ein Schein, ein raffiniertes Simulacrum. Euer geliebter Lieutenant Preece war kein Held. Er war ein Tyrann. Seine Opfer, die tot in den Minenschächten liegen, bestätigen das. Ich bin Sebastian Preece. Ich liebe meine Frau. Ich kämpfe um ihre Sicherheit. Ihr seid eine Vogelscheuche aus Helens idealisierten Erinnerungen an ihren geliebten Gemahl. Hergeschickt, um sie zur Meuterei zu treiben. Ohne den Puppenspieler wird die Fassade bröckeln. Schon bald werdet ihr wieder ein Schemen sein. Ich habe dich geliebt. So sehr. Ich bin mir nicht sicher, was gerade vorgefallen ist. Aber ihr, Helen Preece, steht hiermit unter Arrest. Immer noch ein Scheißkerl. Dem muss ich zustimmen. Für eure Mühen. Ihn zu lieben, ob es nun richtig oder falsch war, hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Könnt ihr das ebenfalls von euch behaupten? Vermutlich nicht wirklich. Endlich morgen. Der Fluch des Albtraums scheint hier nun gebrochen. Unsere Arbeit ist getan. Ja, die Bürde der Führung. Wähle das Schicksal von Captain Pennington. Ich bin ganz ehrlich, genug, John. Ich werde mir deine Tiraden keinen Moment länger anhören. Ach, die beiden schon wieder. Es sind keine Tiraden, Weib. Pennington ist zum Weichei geworden und wir müssen es ausbaden. Der Captain ist ein Kriegsheld. Zeig etwas mehr Respekt. Naja, Respekt. Kriegsheld kann man das Ganze ehrlich gesagt nicht nennen. Ja, ich gebe zu, es war jetzt nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Da oben ist, glaube ich, meine Unterkunft gewesen, ne? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die trotzdem halt das Ruder übernimmt und er, ja, im Endeffekt für seine Sünden gerade stehen soll, was dann doch letzten Endes nicht so wirklich passiert ist. Also mit ihn verschonen meinte ich ihn nicht töten und nicht ihn an der Macht sitzen zu lassen. Also das war wieder völlig unlogisch irgendwie von dem, was jetzt da gelaufen ist. Und hat dann ehrlich gesagt bei mir doch einen extrem schlechten Beigeschmack hinterlassen.
Was natürlich gut war, dass sie es letztendlich, also die Helen es letztendlich erkannt hat, was mit dem Mann, glaube ich, die waren verheiratet, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also dem Geist auf jeden Fall, dem Sebastian, was mit ihm gewesen ist, weil er hat ja eindeutig, ja, ich sag mal, die größte Scheiße gebaut von allen. Er hat alle belogen, er hat alle eingesperrt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er jetzt im Einzelnen gemacht hat. Ich weiß nur, dass er halt für das Leid und für den Tod von sehr vielen Menschen verantwortlich war da in der Mine. Und gut, der andere hatte halt die Situation, der Pennington mit der Frau, die er als Hexe bezichtigt hat, ist jetzt natürlich so ein bösartiger Geist raus geworden. Ist dieses eine Schicksal schlimmer als das Schicksal der ganzen Leute in der Mine? Ne, das ist so die Frage, wiegt das Schicksal mehr als das Schicksal der anderen Leute? Ja, was soll man dazu sagen? Ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut machen und werde an der Unterkunft rasten und dann werden wir uns in der nächsten Folge, ja, hier wiedersehen und zum nächsten Zielort gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Du bist wütend. Ich seh's dir an. Natürlich tust du das. Du denn nicht? Ja. Angewidert. Dieses Land ist dem Untergang geweiht. Ich spür's in meinen Knochen. Es mangelt hier jedenfalls nicht an Leid. Dafür hat Pennington gesorgt, als er Deborah verfaulen ließ. Ich weiß, wir sind zusammen. Und das macht uns stark. Aber ich bin dennoch so müde. Verlier dich nicht. Du hast so viel mehr getan, als ich je von dir verlangen hätte können. Ich tue, was notwendig ist, und ich tue es gern. Du musst nichts von mir verlangen. Je näher wir meinem Körper kommen, der Wahrheit darüber, was hier wirklich geschehen ist, desto stärker fühle ich mich. Meine Sinne werden schärfer. Als ob ich die Stille schmecken, den Holzrauch riechen, deine Körperwärme wahrnehmen und Deborahs Zorn spüren könnte. Es fühlt sich an, als wäre er ein Teil von mir. Ich kann ihre Wut nachvollziehen. Ich spüre ihren Zorn und kann gar nicht anders, als sie zu verstehen. Aber diese Wut in mir, die Furcht. Ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen, als ich von zu Hause fort bin. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Aber die Zukunft liegt in deiner Hand. In Zeiten wie diesen können alte Wunden wieder aufreißen. Das verwundert mich nicht. Es ist mehr als das. Meine Vergangenheit hüllt mein Herz immer mehr in Düsternis. Und jetzt schlängelt sich sogar die Schwester, von der ich dachte, sie wäre für immer fort, wieder zurück in mein Leben. Deine Schwester, Ayomide war ihr Name, richtig? Nein, nicht sie. Bevor ich Kuba verließ, als ich noch klein war, hatte ich eine Freundin, die ich meine Schwester nannte. In dieser Nacht, der Nacht, in der ich starb, träumte ich von ihr. Ich träumte von Kalendra. Bist du dir sicher, dass es nur ein Traum war? Hast du deshalb ohne mich die Schule verlassen? Ja, es muss ein Traum gewesen sein. Sie war nicht dort. Wie sollte sie auch dort gewesen sein? Aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich könnte es schwören. Aber wie hätte das sein können? Dann war es vielleicht der Nachtmar? Ich glaube nicht. Der Nachtmar war in der Nähe. Was ich gefühlt habe, das schien von weiter weg zu kommen. Fast als wäre es eine andere Ebene des Seins gewesen. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, sie sagte, wir seien eine Familie, die niemals getrennt werden könne. Dann will sie mich ersetzen, das kann sie vergessen. Ich bin jetzt deine Familie. Und nichts wird uns entzweien. Der Tod hat uns bereits entzweit. Es macht mich wütend, dass es so weit gekommen ist. Es macht mich wütend, dass ich dir Lebwohl sagen muss. Aber hier und jetzt werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, dich aufzufangen. So gewinnen wir. Danke.
dafür, dass du der netteste Mensch bist, den ich je kennenlernen durfte. Danke, dass du am tapfersten bist. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.